Hallihallo, Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Candace Cunningham Edit. Weihnachten steht vor der Tür. Ja, und wir sollen zum, Rektor. Rektor Skinner. Okay, gehen wir auch gleich mal ohne Umwege hin. Mal gucken, was der von uns will. Haben wir irgendwo eine Bushaltestelle? Würde das Ganze nämlich stark erleichtern. Die Bushaltestelle ist da hinten. Okay, gehen wir jetzt einfach mal zu Fuß hin. Das kann ja nicht so weit weg sein. Was willst du? Hey, you. Schlag die Greaser K.O. See those smokers on the roof by the gas station? I need you to clear them off while I go get a coffee. Ja, ja, komm, schlagen wir mal die Greaser K.O. Wie kommen wir jetzt da hoch? Wir sollen ja... Ah, okay. Mehr nicht, einfach nur K.O. schlagen. Okay, es sind halt diese kleinen Botengänge. Es sind keine richtigen Missionen, es sind einfach nur kleine... Er hat eine Waffe. Warte mal kurz, ich will hier noch das Gummiband. So, du hast zuerst auf mich los. Du bist als erstes auf mich losgegangen. Komm, gib mir die Waffe. Die willst du doch eigentlich gar nicht. Schnell, schnell, schnell. Au. Schön abwechselnd. Der weicht gut aus. Okay, bei denen nehmen wir dann die Waffe. Kannst du mal bitte ganz kurz weggehen? So. Okay, selbst die Waffe ist da. Nicht gerade beste. Okay, den haben wir. Der sollte jetzt in Leichtigkeit sein, nehme ich an. So. Okay. Haben wir gut geschafft. Ich habe nichts getan. Aber ich kann zuschlagen. Pass auf, ja. So. Haben wir mal den Bullen geholfen. Warum denn auch nicht? Hä? So, Bushaltestelle. Geht zum Büro des Rektors. Ja, ich bin auch schon auf dem Weg. Wer weiß, was der Rektor jetzt von uns will. Sind über den Weihnachten eigentlich auch Unterrichtstage? Oder gibt es hier denn auch sowas wie... ja, Weihnachtsferien. Weil ich habe auch keine Uhrzeit. Merke ich jetzt gerade mal so. Heißt, die Zeit bleibt stehen, bis ich die Mission gemacht habe. Aber wir haben auch keine anderen Missionen, die wir jetzt hier machen können. Wir haben wirklich nur Weihnachten steht vor der Tür. Okay, machen wir halt die Mission. Ja, auch bei uns steht mittlerweile Weihnachten vor der Tür. Ja, also, es ist ja heute, keine Ahnung, was haben wir heute? Den 20. November oder so, kurz, wir müssen jedenfalls kurz davor sein. Also, so lange ist das gar nicht mal mehr. Ja, anderthalb Monate oder so müssen wir noch. Und ja, dann ist Weihnachten. Unglaublich. Schon ist das nächste Jahr vorbei. Dann mache ich auch schon über ein halbes Jahr schon wieder Let's Plays. Unglaublich. Oh. Hello, Miss. Oh, there you are, Jimmy. I'll make this quick. Your mom has sent you a Christmas present. Just great. I know. You are very lucky. Your mom is so nice. You may go now. Was bekommen wir? Was bekommen wir? Willst du mich verarschen? Schlimme ist, ich muss jetzt mit den Scheißdingen hier rumrennen. Don't forget to get more tea for Dr. Krabblesnitch. Walls are not for... Ich muss hier schnell weg, bevor mich jemand damit sieht. Die lachen mich doch damit aus. Angeblich soll... Achso, das war der Speicherpunkt, wie gesagt. Angeblich soll hier schon wieder Unterricht sein, aber eigentlich habe ich noch nichts gesehen. Aber es war ja nur der Speicherpunkt, der uns schon mal ganz am Anfang des Let's Plays, ja, verarscht hat. Sagen wir es mal so. Wir haben jetzt wieder eine Mission. Eifersüchtiger Johnny. Die will ich auf jeden Fall noch machen. Weil, das Problem ist, wir haben bald den endlosen Sommer und das ist wirklich nicht mehr lange. Das heißt, wir müssen uns wirklich hier ein bisschen beeilen. Wir können nicht hier so viel, ja, nebenbei machen, weil die Nebenbei-Sachen, die können wir auch noch später machen, ja. Warum ist hier ein Mädchen drin? Was soll der Scheiß? Ich will mich hier umziehen. So, Oberkörper, wo haben wir meinen Seven-Pulli? Ach, da ist er doch schon. Seven-Pulli, schwarz, ja, komm. So, annehmen. Ich kann das ja auch mal als Outfit speichern. Wäre, denke ich, sogar klüger. Eigenes Outfit hinzufügen.
Haben wir es jetzt? Ja, müsste eigentlich. Ah, jetzt sehen wir auch mittlerweile da schon mal die Pflanze. Da sind jetzt auch mittlerweile die Boxhandschuhe. Scheren. Wir haben auch noch nicht mal viele Mädchen. Das ist eigentlich schade. Ah, genau, wie vor Victory. Oh, die komische Kanone haben wir jetzt auch hier. Das ist doch eigentlich cool. Also wir haben jetzt hier doch schon sehr viel gesammelt. Oh, und es gibt wieder eine Rollenspielgilde. Suchen neue Mitglieder, vor allem Mädchen. Wendet euch an Melvin. Oh, die wollen Mädchen. Tut mir leid, ich bin Edit AP, ich bin männlich. Habe ich gehört. Man munkelt noch, ob ich männlich oder weiblich bin. Ich kann ja auch ein bisschen höher reden, dann hört ihr endlich meine normale Stimme. Ja, also, eigentlich bin ich ja doch ein Mädchen. Oder auch ein Junge. Wie gesagt, das ist noch. Ich bin auch unentschlossen, ob ich ein Mädchen oder ein Junge bin. Ich denke mal, ich werde letztendlich ein Junge sein. Und wenn ich das richtig sehe, gibt es jetzt hier echt über die Wintertagen keine Schule. Was mich jetzt persönlich ein bisschen ärgert, um ehrlich zu sein, ja. Ja, komm, machen wir jetzt auf jeden Fall mal die Mission. Ich weiß zwar jetzt noch nicht, wie ich da jetzt am besten hinkomme. Das sieht man nach einer Garage aus. Genau. Da habe ich wenigstens wieder ein Fahrrad. Komm. Natürlich nehme ich mein Aquaberry. Und nein, ich weiß leider immer noch nicht, wie ihr das Fahrrad jetzt genannt habt. Weil ich immer noch in derselben Aufnahmesession bin. Ja. Wie komme ich da jetzt am besten hin? Über den Weg? New Coventry. Coventry, okay. Ah, da war schon die Mission. Eifersüchtiger Johnny. Okay. Auf wen ist er denn eifersüchtig, beziehungsweise wer ist seine Freundin? Ich will die Freundin kennenlernen. Ist das die eine... Ich glaube, das ist die eine Geile, die ich das eine Mal am Anfang angesprochen hatte, die mich einfach nicht beachtet hatte vor dem Mädchenwohnheim, die dann auf einmal schreiend weggelaufen ist. So you came. Yep. I bet you think I'm funny, don't you? A laughing stock? Not really. I mean, you dress a little weird, but... Yeah? And everyone is laughing at me. All of you, at me! What are you talking about? Don't play dumb with me. Have you had her? Who are you talking about? I bet you have. Have you had her? What are you doing? Who? Lola! That slut! That slut I love. No, man! She's cheating on me, man. I know she is. The little slut. Oh, it's killing me. Me, dying over abroad. Oh man, I knew this was coming. Das am Weihnachtsabend. What are you talking about? She's with that rich kid Gord. I know she is. How do you know? Will you find out for me? I can't take the suspense. Look, meet me at the underpass near New Coventry tonight. We'll get evidence. Bring a camera, and then we'll settle this once and for all. Okay. Also Johnny ist schon mal sehr merkwürdig. Allgemein, diese ganzen Typen hier sind merkwürdig, das ist unglaublich. Ah, seht ihr, das ist wirklich Lola. Und Gordon beim Küssen Händchen halten und Geschenk überreichen. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich das eigentlich will. Ja, habe ich eigentlich mein Fahrrad noch? Ja, das steht da hinten. Okay, machen wir uns jetzt auch mal auf den Weg. Ich will hier auch gar nicht so viel Zeit verlieren. Was? Ey, ich wollte nur mein Fahrrad haben. Du denkst ja nicht wirklich, dass ich da zu Fuß hinlatsche, oder? Ja komm, dann nehmen wir uns wenigstens unser Fahrrad, das auf mysteriöse Art und Weise verschwunden ist. Geil. Das ist doch wieder perfekt. Heißt, ich sehe jetzt schon mal zwei Niederlagen nicht als wahr an. Okay, also nochmal, eifersüchtiger Johnny. Wart ihr denn schon mal auf jemanden eifersüchtig? Vielleicht auf eine beste Freundin, einen besten Freund? Wenn ja, warum? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Das wäre doch, denke ich mal, ein interessantes Thema, Eifersucht. Also, ich war schon mal eifersüchtig bzw. neidisch auf andere, weil sie zum Beispiel, ja, damals, wo ich noch nicht gearbeitet hatte, konnte ich mir halt wirklich nichts leisten. Ich hatte wirklich nur, ich glaube, 15 Euro Taschengeld oder sowas, mit denen ich Ewigkeiten klarkommen musste. Und ja, meine anderen Freunde hatten immer sehr viel Geld bekommen
Und dementsprechend. Moment. Hey there, hot stuff. Komm. So, ja, haben wir schon mal ein Foto beim Küssen. Beim Händchen halten und Geschenke überreichen. Kannst du mal da weggehen? So, da haben wir schon das nächste. Jetzt nur noch beim Geschenk überreichen. Ja, ich war auf jeden Fall schon mal. Nein, ich war diese Kumpels von mir. Die hatten halt immer sehr viel Geld bekommen und ja, die konnten sich halt wirklich alles leisten. Von ihren Eltern haben sie wirklich alles in den Arsch gesteckt bekommen und ich musste mir das Geld hart bei meinen Eltern erbetteln. Ja, also ich komme natürlich nicht aus einer reichen Familie, ich bin wirklich aus einer, ich will jetzt nicht sagen sehr armen Familie, aber doch aus einer Familie, die nicht sehr viel Geld hatte. Und wirklich jeden Cent zweimal umdrehen musste, beziehungsweise jeden Pfennig, ja, damals waren ja noch D-Mark-Zeiten eigentlich. Und ja, dementsprechend war das halt für mich ein Grund, neidisch zu sein. Das ist jetzt zum Beispiel eine Sache. Nur damit ihr mal Bescheid wisst. Here are the pictures, Johnny. Lola's a bit of a slut, it seems. Na, was sagt sie dazu, Johnny? Ach, jetzt nimmst du es erst an. I knew it, I just knew it. Hast du geweint? Okay, also wir haben schon mal wieder ein bisschen Respekt bei den Greasers bekommen. Die konnten uns ja, soweit ich das weiß, gar nicht leiden. That was easy. Und wir können wir dann auch gleich die nächste Mission machen, okay? Wie heißt sie diesmal? Der Köder. Sollen wir jetzt etwa den Köder spielen, um Lola zu bekommen? Dann haben wir vielleicht bald ihren Schlüpfer an unserer Wand. Nicht Schlüpfer, den Schlüpfer haben wir durch das Mädchenwohnheim. Ihr Bild an unserer Wand. What's this gourd kid got that I ain't got? Nothing. You think it's funny, don't you? You think I'm a joke? Ja. Well, my little friend, I'm the king around here. Me! I know. You're the king. But my queen is a slut. And now everybody's laughing at me. Yep. Well, not anymore. I'm not laughing. Ich schon. Good kid. You and me, we're gonna teach young boy to keep his dirty paws off my woman, my queen. Get him to the abandoned building in New Coventry behind Union Hall. I'll be waiting there to school that little weasel. I'll be there. Sind wir wirklich da? Oder existieren wir gar nicht? Werden wir einfach nur gesteuert? Finde Gord in Boulevard Town. Na, wenigstens haben sie uns den Fahrrad da gelassen. Diebstahl, Fahrraddiebstahl. Ja, wie bringe ich jetzt den Gord da hin? Gehe ich jetzt einfach so hin und sage, hier, Hallöchen, Leute, Hallöchen, Gord, kommst du mit? Ja, probieren wir es einfach mal. Ach, Gord ist sogar mit Fahrrad unterwegs. Provoziere Gord, damit ihr dir folgt. Falscher. Oh, geile Musik. Der ist ein bisschen schnell. Ihr seid beide ein bisschen schnell. Au! Für was mache ich das hier eigentlich? Okay. Die folgen mir auf jeden Fall noch. Die Musik ist geil, oder? Hört mal zu, ich bin jetzt mal ganz kurz ruhig, damit ihr zuhören könnt. Ich finde das Lied einfach nur geil. Hier muss auch mal die Lagerhalle sein, oder? Das sieht mir hier richtig aus. Okay. Rein da. Und damit haben wir die kleinen Geldscheiße. Well, hello, Gord. Seems like you've been messing where you ought not. No, cousins are legal. Oh, you mean Lola? Yeah, my woman. Now you pay. Muss ich da auch was machen? Hilft Johnny die Traps zu vermöbeln? Was? Ich weiß nicht mehr, wer ist. Hä? Was mache ich hier überhaupt?
Nee, warte mal. Ich mache mir das jetzt ein bisschen einfacher. Ich bin schlauer. Da haben wir einen. Zack, 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 zack. Ein bisschen härter. Und da haben wir Nummer 1. Da hinten Nummer 2. Haben wir ihn? Wir haben ihn. Sehr schön. Ja. Als würde ich da jetzt mit meinem Fahrrad rumfahren und so weiter. Oh, I got some of that burning hatred out of my system. Here's your cash. Now scram. Yeah, okay, Johnny. Ja, Prep-Respekt ist natürlich jetzt gesunken, aber dafür haben wir den Greaser-Respekt. Und der Bikepark ist jetzt freigeschaltet für uns. Cool. Also das, was wo wir jetzt hier Jimmy drin sind. Comes through again. Und hier können wir auch speichern? Nee, draußen dann, okay. Das sieht doch cool aus. Gucken wir mal. Nee. Ich will hier mal was Cooles machen. Aber irgendwie kriege ich hier nichts Cooles hin. Jetzt aber. Nee, das war irgendwie nicht cool. Jetzt aber. Das ist nicht cool, Butters. Das war cool. Was bringt mir das, wenn ich da jetzt gerade hochfahre? Und dann eh wieder so beschissen runterfahre. Hätte man vielleicht noch ein bisschen besser lösen können. Aber okay, gucken wir mal, ob wir das jetzt hier besser hinkriegen. Nee, keine Chance. Sag mir, was ich falsch mache und ich verbessere es. Ich werde einfach so hochgeschossen. Schade eigentlich. Das war richtig cool. Das hätte man das noch richtig geil gemacht. Hätte das sogar noch Spaß gemacht. Ich überlege gerade zum Beispiel Tony Hawk Style mäßig. Aber hier gibt es jetzt auch wieder Rennen. Johnny is going to show everyone who's the boss. Was? Zeitungsjunge? Wir können Zeitungsjunge machen. Welch Zeitungsjunge überhaupt? Wo ist ein Zeitungsjunge jetzt? Das ist ja meilenweit entfernt. Willst du mich verarschen? Habe ich hier nicht irgendwo ein Fahrrad oder einen Scooter? Hier ist ein Yam-Yam-Markt. Na komm, ess ihn. Macht eh keinen Sinn. Ich überlege gerade, ob ich das jetzt rausschneide, wie ich da jetzt hinlatsche, aber eigentlich habe ich darauf keine Lust. Um ehrlich zu sein. Nur die Zeit läuft und läuft. Genau wie Jimmy. Er läuft. Ja, kommt schon wieder jemand mit dem Botengang. Bin ich denn Botenjunge oder was? Oh, das sieht mir doch hier nach einem guten Versteck für irgendwas aus. Oder? Na, was haben wir hier? Da ist nix. Hier ist auch nix. Okay, falscher Alarm. Ach komm, ich will noch Zeitungsjunge machen, Mensch. Habt ihr nicht mal irgendwie was für mich, um zu fahren? Willst du mich verarschen? Willst du wohl irgendwo ein Fahrrad geben oder irgendwas? Kommt schon. Ja, da vorne ist ein Fahrrad, das müsste ich mir aber klauen. Das wäre dann wieder Belästigung von Respektpersonen. Da haben wir alle Angst. Nee, so ein blödes Fahrrad schnappe ich mir bestimmt nicht. Du weißt schon, das da ist die Straße, Fetti. Ich habe jetzt keinen Bock, da den ganzen Weg zu Fuß zu latschen. Vor allem, das ist so weit. Na komm. Ich lasse es auf jeden Fall drin, ich schneide es nicht raus. Weil wenn ich sage, ich schneide es raus, vergesse ich es sowieso. Ach ja, und wir haben ja noch einen Transistor. Stimmt. Jetzt ist die Frage, machen wir Zeitungsjunge oder den Move? Wir machen beides. Komm, das machen wir jetzt noch beides. Damit ihr auf jeden Fall noch einen Grund habt, mit zuzuschauen, was wir jetzt als nur neuen Move haben. So, und jetzt haben wir auch ein Fahrrad. Ach, das wird doch jetzt langsam nicht mal Diebstahl, okay? Ja, ist ja ganz legitim, sich einfach mal hier so ein Fahrrad mitzunehmen. Finde ich aber auch. Komm, da haben wir doch schon das Zeitungsjunge. Okay. Zeitungsjunge. War ja eigentlich cool. Oh, ich hätte schon wieder einen Botengang machen können. Botengänge kann man halt sehr viel Geld machen, sage ich mal. Eigentlich wollte ich ja jetzt nur noch die Story-mäßig hier was weitermachen und nicht so eine kleinen Sachen. Muss ich hier nicht irgendwie zielen und... Ach ja, muss ich die Zeitung abholen, stimmt. Zack.
Genau. Ach, das war ja eigentlich so cool. Stimmt. Oh, da haben wir schon wieder einen Hund. Zack. Okay, komm, der Hund kann uns nichts. Das ist ein Loser. Ihr merkt es, denke ich, selbst. Aber es sind halt mehrere Zeitungen, die wir abliefern müssen. Okay, haben wir... Nein, falsch. Da. Da hinten den noch. Kriegen wir den jetzt schon? Ja. Ach komm, das ist viel zu leicht. Ich denke, das merkt jeder, das ist viel zu leicht. Du hast 4 neue Kunden. Damn. So, und jetzt noch schnell zum Transistortypen. Was? Wir haben schon wieder... Ah, wir können nochmal... Zeitungsjunge können wir ganz oft machen, okay. Ja, okay, dann war es natürlich... Schlechte Gegend. Aha. Und Graffiti, oh. Ah, das klingt doch interessant. Heißt, da haben wir auch was Nettes zu tun in der nächsten Folge dann. Komm. Ich hoffe nur, wir können nochmal Unterricht machen, weil ich habe so gut wie... keine Fächer fertig, würde ich gerade sagen, aber das wäre gelogen. Ich habe 3 Fächer fertig bekommen. Überlege gerade, eigentlich wäre es klüger gewesen, wenn ich einfach mit dem Bus nach Hause gefahren wäre zur Schule, aber dann hätte ich kein Fahrrad. Gut, in der Nähe, ja, das war doof. Eigentlich ist er in der Nähe vom Schulhof dann gleich, also beziehungsweise von dem alten Mann, Penner, ich weiß gar nicht, wie haben sie den damals genannt? Alten Penner, glaube ich. Oder Verrückten, genau, den Verrückten hinter dem Schulbus. Da war ja eigentlich auch noch. Ja, da hinten, genau, die Garage. Falsch, so. Okay, rein da. Ich bin gespannt, was wir diesmal für Move lernen, um ehrlich zu sein. Gucken wir einfach mal ein bisschen Hilfe. Und ich nehme mich schon wieder mit Schulball. So, ein bisschen Hilfe, 4. 2 Transistoren können wir noch finden. Ich glaube, die waren beide in der Mission, soweit ich mich richtig erinnere. Good to see you haven't forgotten me. Na komm. Was bringst du uns diesmal bei? Just what I wanted. Stimba-Kombo, cool. Na, das ist doch schon wieder was man brauchen kann. Ja, auf immer abzuwehren. Mann, ich wollte hier richtig schön aufs Maul hauen. Naja, ich trete jetzt ein paar. Ja, schon. Sag mir das nicht jedes Mal, ich weiß es doch selbst, sonst würde ich dich doch nie besuchen kommen. Ich weiß gar nicht, ob es da nochmal irgendwie einen extra Move gibt, wenn man alle Transistoren gefunden hat oder ob es da überhaupt einen Bonus gibt. Okay, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Canis Canem Edit. Mein Name ist EditDP. Ich sag danke fürs Zusehen. Bis dann, Leute. Tschüss.